Und herzlich willkommen zurück, ihr Lieben, zu Coffee Guys. Na, das letzte Mal waren wir da, bei Milton. Den lauern wir gleich an. Lass uns mal gucken. Ja, okay. Hätte ja sein können, dass wir schon irgendwelche dauerhaften Träger haben. Aber direkt mal Milton anlabern. Servus, Milton. Ich suche den obersten Magier des Feuers. Das ist Koristo. Was willst du von ihm? Okay, wartet. Wir sehen uns. Tun wir noch. Wir hatten ja im Sumpflager ein bisschen. Ach, das geht nur über die Pfeiltasten. Die Sachen ein bisschen umgestellt wegen den Hintergrundgeräuschen. So, normal. Ich habe einen Brief für den obersten Feuermagier. Bist du ein Bote aus der Außenwelt? Ja. Ein Magier gab mir den Brief, kurz bevor sie mich in die Kolonie geworfen haben. Zeig mir den Brief. Bitteschön. Hier ist er. Wir vertrauen einfach Milton. Wir kennen Milton. Das ist unser Pro. Das ist ein Brief an Xardas. Ja. Und was ist daran so aufregend? Xardas ist schon lange kein Diener Innos mehr. Vor einigen Jahren hat er uns verlassen und sich der schwarzen Magie zugewandt. Er lebt in einem Turm mitten im Ortgebiet und widmet sich dort seinen Studien. Er sagte, er wolle auf seine Art herausfinden, was mit der Barriere nicht stimmt. Warte hier, ich bin gleich wieder da. So, während er hochläuft, es ist sau schade, dass es im Originalspiel erst im dritten Teil die Möglichkeit gibt, Schwarzmagier zu werden. Durch Mods gibt es auch schon im zweiten Teil. Oh, wenn ihr Returning spielt, wir haben schon öfters davon geredet. Macht einen Schwarzmagier beim ersten Mal. Zugegeben, es wird einfacher, deutlich einfacher. Aber wenn ihr noch nie Returning gespielt habt, kommt euch das nur recht, weil Returning ist so viel schwerer als das Normale. Koristo war ganz außer sich vor Freude. Er sagt, du kannst zu Torres gehen und dir deine Belohnung selbst aussuchen. Wir wollen Money. Nicht. Wo finde ich Torres? Er ist den ganzen Tag draußen hier vorm Tempelgebäude. Nachts ist er wie alle anderen drin, aber nur Magier dürfen das Tempelhaus betreten. Also kannst du ihn nur tagsüber sprechen. Arceus sein wäre jetzt schon geil, ne, aber... Ist jetzt so oder so zu spät. Erzähl mir was über die Feuermagier. Der Kreis des Feuers bezieht seine Macht von der Gnade Innos. Der Gott des Lichts, der Wahrheit und der Gerechtigkeit wacht über uns. Die Magier betrachten sich selber als die Erwählten. Und so behandeln sie auch alle anderen. Ich hatte das Glück, damals aufgenommen zu werden. Koristo hat mich zu seinem Lehrling gemacht. Vermutlich hat er einfach Lust auf Unterhaltung. Seitdem bemühe ich mich jeden Tag, meine magischen Fähigkeiten zu steigern, damit ich in den nächsten Kreis aufgenommen werden kann. Oh, ich hatte das gar nicht mehr in Erinnerung, dass Milton am Anfang auch so ein Pastor ist, ey. Ich will ein Lehrling der Magier werden. So wie du. Koristo hat mich damals erwählt, weil ich eine besondere Sache für die Erzbarone erledigt habe. Ohne, dass du etwas Herausragendes leistest, wird er dich nicht als Lehrling in Betracht ziehen. Du musst außerdem dem alten Lager angehören. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Koristo ein Mitglied eines anderen Lagers als Lehrling akzeptiert. Ja, wir gehören zum Sektenlager mit Herz und Seele. Ja, also, wie gesagt, ich hatte es gar nicht mehr so in Erinnerung, dass der auch so ein Prediger vom Herrn ist am Anfang. Später zum Glück nicht mehr. Oh, hier, Torres. Wir wollen Money. Koristo schickt mich. Ich habe den Brief übergeben und soll meine Belohnung selber wählen. Du hast uns einen großen Dienst erwiesen. Ja, komm mal hier. Belohnung erhalten. Money. Wähle mit Bedacht. Jo. Stärkering. Ja, aber nee. Ring des Geschicks. Kompletter Crap. Dreispruch, treuen Feuerball. Haben wir schon einen? Blitz? Verwandlung in den Scavenger. Huhu! Essenz, das kann. Plus maximales Mana, plus 5. Ja, YOLO. Ich will den Trank. Nimm wir. Deine Wahl war weise. Du hast das kostbarste Geschenk von allen gewählt. Ja, trinke klar, den wir Trank sind auch das Teehaus. Und deine Macht wird wachsen. Jo. Ja, brauchen wir nicht machen. Komm. Ist alles nur dumm Geschwafel. Da sind da so komische Noppen am Rand. Egal. Rein! Einfach mal 5 Mana mehr. Einfach so. Cool, gefällt mir. Wie viel Mana haben wir jetzt? 12. Geil. Wenn ihr euch zurückerinnert, wir hatten im Sumpflager nachgeguckt gehabt. Nach was? Wieso ist die Bock? Sekunde. Nach
Wer hat dich denn reingelassen? Taurus. Ich war Wasser mit Zinn, Kollege. Wahrscheinlich hast du recht. Ah, ja. Ich habe eine Ladung Kraut für Gomez. Dann bringen Sie in das Haus mit den beiden Wachen vor der Tür. Kannst du mir beibringen zu kämpfen? Ich unterrichte nur Gardisten. Bis Taurus dich nicht zum Gardisten gemacht hat, musst du dir jemand anderen suchen. Also, ich hab's vergessen, dann war es auch nicht mehr wichtig. Hier haben wir einzelne Erzbrocken rumliegen, nehmen wir mit. Aber wieso ist die Burg kaputt? Später ist das repariert. Und im zweiten Teil der Turm, glaube ich, kaputt. Wenn ich mich recht entsinne. Oder hat es einfach das Dach verschoben? Ich glaube nicht. Kommen wir hier rein? Hallo? Ich speichere mal lieber. Okay. Schade. Haben wir die Vorratskammer, ja? Oh, wo geht's hier noch rein? Noch eine Erzbrocken. Die Erzbrocken lotsen uns da runter. Warum denke ich, entweder A, kommen wir noch nicht rein? Oder B, ist irgendwas Böses. Ja, die lotsen uns da rein. Wir folgen mal der Erzspur. Komm, wir sind... Okay. Nee, kommen wir nicht rein. Links, rechts, hat beides nicht funktioniert. Okay. Brauchen wir einen Schlüssel für, also. Okay. Lass uns weiter überlegen. Da wird es nichts bringen, hochzugehen. Hier ist im zweiten Teil der Knast drin. Was war denn hier im ersten Teil? Trainingsraum. LOL. Im zweiten Teil ist es ein richtiger Knast. Und aufgebaut. Im ersten Teil ist ein Trainingsraum. Gucken wir mal noch da rein. Da ist im zweiten Teil ein Verkäufer drin. Aber da gibt es den hinteren nicht. Kann gut sein. Hier ist ein... Ist das Billgott, der uns am Anfang so aufs Maul gehauen hat? Speichern, Leute. Wenn das Billgott ist, versuchen wir es. Wartet. Wir hauen uns ein gutes Stück Fleisch rein. So, müssen gestärkt in den Kampf gehen. Oh. Leute, das ist er. Bullet. Jawoll, Bullet, auf deine Schnauze, du Arschloch. Töten dürfen wir nicht. Ich habe nur gehört, dass sie überall Waffen gezogen haben. Ich habe jetzt echt Schiss, da rauszugehen. Also, hat eine Fackel dabei, 25 Erz, paar Bolzen. Wir gehen, Furchtbringer, eine Waffe. Ja, Yolo, die ist besser als unsere. Anziehen. Das wird dir noch leid. Wir gehen mal ganz kurz raus, gucken, ob die jetzt Akku... Wow. Jetzt gib's ihm. Ja, der bewegt sich noch. Du hast bestimmt noch keine Erzsteuern an mich entrichtet. Okay, wir probieren das nochmal. Wir reden jetzt aber erstmal mit ihm. Vielleicht gibt's da irgendwie einen Dialog. Ich hau dir aufs Maul oder so. Und dadurch mischen sich die anderen nicht ein. Also wir können ihn schaffen. Der haut zwar drauf wie so ein Vorschlaghammer. Ach, Leute, ich weiß, warum es nicht geklappt hat. Ist doch klar. Das ist ganz klar, warum es nicht geklappt hat. Wir werden gleich sehen, warum. Das ist ganz logisch. Also, wir kiffen... Wen haben wir denn da? Verdammt! Du bist doch der Typ, den ich getauft habe. Mhm. Was willst du? Noch mehr Schläge? Ja, will ich. Ich bin gekommen, um dir dein großes Maul zu schlagen. Aufs Maul! Ja, komm mal her, Bürschchen. Oh ja, komm rein. Wieso ziehen die schon wieder überall ihren Scheißwaffen? Oh Mann, jetzt werden die uns wieder aufs Maul... Ich meine, aufs Maul hauen, ja? Das ist ja die eine Geschichte. Uns töten die andere. Da hast du noch mal Glück gehabt. Hallo. Okay, nice. So, erstmal den Furchtbringer anlegen. Geil, ein Schwert. Ich mag Schwerter irgendwie mehr als Streitkolben. Das wird dir noch leid tun. Ganz ehrlich, wird es nicht. So, erstmal hier gut Fleisch gönnen. Noch einen fetten Schinken als Belohnung hinterher. Stück Brot. Wollen ja ausgewogen leben. Bisschen Seraphis, weil ein bisschen Grünzeug muss auch sein. Und noch eine Schale Reis hinterher. Nom nom nom.
Wir müssen bei den Händlern hier im Lager mal gucken nach Käse. Wir brauchen immer noch den Käse für die Mine. Man darf ja auch nicht alles glauben, was man hört. Ja, nee, darf man nicht. Auch nicht alles glauben, was man hört. Guckt euch mal den Preisunterschied an. Ne? 680 das Schwert, 139 der Kolben. Und auch Stärke. Ich brauche weniger Stärke für mehr Schaden. Und weiß nicht, ob es Reichweite im ersten Teil gab. Speichern. Man muss eben auch. So, und jetzt gehen wir da nochmal rein. Ich will mal wissen, was der Arsch hier zu sagen hat. Na, mein lieber Bullet. Wow! Mit dem verkehrt? Ist der jetzt einfach grundlegend Aggro auf uns? Ich meine, dann wird der Lefty 2.0. Ich meine, jetzt nicht das Problem mit, aber... Jetzt warten wir mal noch einmal, bis er aufsteht. Vielleicht war das mal wieder so eine falsche Zuordnung. Gothic 2 und so. Gothic 1 und so. Das wird dir noch leid tun. Er versucht anzusprechen. Nee, der wird direkt Akku. Okay, alles klar. Brauchen wir hier nicht weitermachen. So. Da hast du ja nochmal Glück gehabt. Gehen aber trotzdem rein. Oh, wollen nachgucken, was es gibt, ne? So, servus, hallo. Halt, was willst du hier? Na, da rein. Machst du Witze? Frag das doch mal Torus. Werde ich. Wenn du gelogen hast, bist du tot. Soll das heißen, ich kann jetzt reingehen? Ja, geh schon. Macht aber Sinn. Ich meine, sonst wären wir gar nicht in die Burg gekommen, dass er uns das glaubt. Macht tatsächlich mal Sinn. Was kann ich für dich tun? Ich glaube, zu denen sollte man freundlich sein. Wer bist du? Ich bin Raven. Gomez, rechte Hand. Danke. Jeder, der hier ist, um mit Gomez zu reden, redet vorher mit mir. Okay, wir haben eine Ladung Kraut. Ich habe eine Ladung Kraut für Gomez von Korkalon. Bartolo kümmert sich um diese Sachen. Gomez selbst gibt sich nicht mit Boten ab. Du findest ihn in der Kammer hier rechts hinter dem Eingang oder in der Küche im großen Turm. Okay. Nachts schläft er natürlich. Da würde ich es nicht wagen, ihn zu stören. Ach, die ganzen Truhen hier verlocken, ne? Wir stehen überall Wachen. Brauchen wir gar nicht zurück. Ja, nach dieser kurzen Ablenkung. Vielleicht machen wir mal. Ein bisschen Glück können wir den Käse nehmen. Okay, das scheint so allgemeine Verköstigung hier zu sein. Dann packen wir den Kram ein. Ich glaube, dann müssten wir sogar unseren Käse haben. Ich glaube, wir brauchten nur zwei. Wir gucken lieber nochmal nach. Herzensstände, auch allgemeine Verköstigung. Hallo, Omid. Oh, das Spiel. Hallo, Balam. Hey, Balam. Balla, balla. Hallo. Hey. Hallo. Oh, dieses Spiel. Hey, balla. Balla, balla. Hallo. Wow. Oh. Danke, mach's gut. Halt die Ohren steif, Junge. Alter, was hat der für eine Bus? Okay, wir speichern nochmal. Ich glaube, das dürfen wir nicht. Okay. Rechts, links, 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 rechts, links. Alter Pelle. Ein Trollfell. Lolo. Okay, scheinbar dürfen wir uns hier bedienen. Ihr wisst, was wir gleich machen werden. Diebestour. Hey, Bartolo. Na, wie geht's dir? Ich habe eine Ladung Kraut von Korkalom für Gomez. 500 Euro. Das müssen wir abgeben. Machen wir auch. Gomez ist beinahe ungeduldig geworden. Aber nur beinahe. Sei froh, dass du es heute noch abgeliefert hast. Jo, komm mal runter. Was ist mit der Bezahlung? Nicht so eilig. Ihr, nimm 500 Erz waren abgemacht. Ich meine, Leute, ja, wir haben im Sumpflager auch ein Arschloch, Korkalom, ja. Aber eigentlich im Altlager ist genau andersrum. Im Sumpflager haben wir ein Arsch. Im neuen, hier im Altlager gibt es irgendwie nur zwei, drei, die freundlich sind. Wow. Wer bist du?
Ich... Ja, komm. Wir wissen, wer du bist. Es ist ein Erzbaron. Ich habe ganz viel zu sagen und deswegen labere ich dich hier zu. Nö, danke. So, machen wir noch eine kleine Diebestour. Was meint ihr? Können wir die Kampfschwerter hier nehmen? Versuch das nicht nochmal! Nein. Mal, man kann ja mal versuchen, in der Waffenkammer so ein bisschen was mit Lichtschwerter. Okay, das scheinen auch echt gute Waffen zu sein. Wo hier oben? Steht hier jemand? Nice! Doch, ja. An der gleichen Stelle wie in Gothic 2, der Paladin. Da steht ein Paladin und bewacht alles. Okay. Man braucht hier keine Schlüssel. Bin gespannt, was es hier so gibt. Eine Truhe. Rechts, links, links. Rechts, links, 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 links. Rechts, links, 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 links. Rechts, links, 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 links. Rechts, rechts. Alter, was für eine Truhe. Okay, Besteck ist drinne. Ein Medaillon. Leute, unser erstes Medaillon. Ihr sitzt da ganz unten. Ist ein Harnisch-Amulett. Nice. In Geschwindigkeitstrank, geil. Bonus auf maximales Leben. Ja, Jolo. Oh, geile Truhe. Aber wir räumen hier die Truhen aus, Leute. Wir räumen hier die Truhen aus. Aber erstmal legen wir das Amulett an. Ja, geile Sache. Jagd und Beute in Buch. Sind das die Betten von den Erzbaronen? Also nicht von Gomez, nicht vom dicken Boss. Achso, wenn ihr jetzt Gomez anprappeln würdet, der haut euch einfach um. Deswegen machen wir das nicht. Rechts. Rechts, links, links, links. Rechts, links, 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 links. Links? Rechts, rechts. Lol, das war die gleiche Kombo wie auf der anderen Truhe. Und es ist exakt dasselbe drin. Ja gut, das Amulett ist jetzt für den Arsch, aber noch ein Lebenstrank. Wunderbar. Wunderbar, ihr Lieben. Heißt, wir haben schon mal 20 Leben mehr. 20. Nice, ne? Geil. Probieren wir gleich nochmal. Rechts. 1, 2, 3, 4, 5. Das ist wieder die gleiche Truhe. 1, 2. Exakt. Lol. Dreimal mit dem Treichenloot. Sonst rechts sein. 30 Leben mehr. Und die Amulette sind auch dickes Geld wert. Nimm wir. Oh. Kennt ihr das manchmal, wenn euch das Ohr juckt? So. Warum wir nicht aufstehen und rausrennen? Ich weiß nicht, wie die dann auf uns reagieren. Wahrscheinlich sind sie ziemlich pisst dann. Ey, was machst du da drin? So in der Art. Aber das war eigentlich der Raum, den ich schlecht in Erinnerung hatte. Wartet mal. Nee, erst. Jo, aber da sieht er uns, ne? Kapiert das noch nicht ganz. Früher wäre das ganz anders gelaufen. So unsichtbar. Wir speichern jetzt erstmal. Wahrscheinlich hast du recht. Dicker, wenn du dich jetzt umdrehst, krieg ich einen Lachanfall. Gequatscht wird viel. Gequatscht wird viel. Okay. War doch klar, ja, sieht uns nicht. Okay. Was haben wir hier? Ein Buch? Kampfkunst? Erzenständer? Probieren wir einfach gleich die gleiche Kombination nochmal. Ne, ist es nicht. Links, 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 links. Hier mal links. 1, 2, 3, 4. Rechts. 1, 2, 3, 4. Rechts, links. Links, 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 links. Rechts, links, rechts, links. Solange ich damit nichts zu tun habe. Das. Mir guckt euch das Amulett an. Kapitel 2, Leute. 15 auf Waffen, 15 auf Pfeile. Das ist fast unsere Rüstung. Das Amulett. Es war doch klar, dass es Ärger gibt. Wow. Wow. Naja gut, also es kann schon sein. Wow. Hammer. Wir haben noch 10 Minuten. Mach noch auf jeden Fall ein bisschen. Ich will, Leute, wir nehmen noch die Baron-Dinger hier auseinander. Speichern. Ich habe immer Angst. Ich habe mittlerweile... Ah, die kann man knacken, die Tür. Rechts. Rechts, links, links, links.
Rechts, links, 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 rechts. Rechts, links, 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 rechts, links. Ja, wir nehmen auf jeden Fall hier oben bei den Erzbaronen heute alles auseinander. Bin gerade am Überlegen. Lauf ich zum neuen Lager dann, also das nächste Mal geht's beim neuen Lager weiter. Offscreen? Nein, wir sind im Kapitel 2 angekommen. Wir müssen Kavalon einen Besuch abstatten, dem Bogenhändler. Erinnert euch an die allererste Folge zurück. Da hatte ich was gesagt zu dem Typen. Links, links, rechts, links, links, rechts, links, 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 rechts und offen. Das ist ein Lagerraum. Wie viele Dietriche haben wir noch? Bitte sag mir. 49. Gut, dass wir die ganze Zeit immer Dietriche gekauft haben. Alter, 3 Truhen. Okay. Rechts. Rechts, links, links. Rechts, links, links. Rechts, links, links, rechts, rechts. Rechts, links, links, rechts, rechts, links. Rechts, links, links, rechts, rechts, links. Rechts, links, links, rechts, rechts, links, rechts. Rechts, links, links, rechts, rechts, links, rechts. Rechts, links, links, rechts, rechts, links, rechts, rechts. Alter, was? 32 Schinken, 32 Schnaps, 47 Fleisch, 56 Bier, 31 Wein. Wir machen eine Taverne auf. Das Sumpfkraut haben wir ja. Ja, YOLO. So. Links, links. Links, links, rechts, rechts. Links, links, rechts, 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 links. Links, links, rechts, 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 links, rechts. Links, links, rechts, 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 links, rechts. Links, links, rechts, 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 links, rechts. Links, links, rechts, rechts. Rechts, links, rechts, rechts. Alter. Was sind denn das für Imbertruhen? 19 best... Hier, bitte, 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 ihr Lieben. Wenn ihr Ahnung von Gothic 1 habt, wofür sind die Münzen da? Habe ich im ersten Teil schon mal gefragt, aber da haben wir ja logischerweise noch nicht so viel zugeguckt. In Gothic 2 weiß ich's. Gothic 1 habe ich keine Ahnung. Und es gab eine Tasse, wie man alles rüberschieben kann. Aber wie ging das nochmal? Ein. Gab doch da eine Taste. Ja, okay. 10er Taste ist klar. Na egal. Ja, wenn ihr das wisst, sagt es mir bitte. Ich habe das, glaube ich, das sind eines der wenigen Sachen, die ich noch nie rausgefunden habe in Gothic 1. Und ich glaube, ich habe danach auch noch nicht gegoogelt. Also, wenn ihr es nicht wisst, könnt ihr auch googeln. Und euch dann als ganz schlau verkaufen. So wie ich das immer mache. Die Folge nennen wir transferieren 2500 Münzen in unsere Tasche. So, und noch 500 Erz hinterher. YOLO. Leute, wenn das schon in den Truhen war, was ist jetzt gleich in der daneben? Wenn wir sie geknackt kriegen. Haben noch 37 Dietriche, sind ganz schön runtergegangen. Aber, wenn es sich nicht gelohnt hat, dann weiß ich auch nicht. Links, links, rechts, rechts. Links, rechts, rechts, links, links, rechts, rechts, links, 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 rechts, rechts, 1, 2, 3, 4, rechts, okay, die war einfach. 2 rostige Schwerter, 3 verwitterte Äxte, wow, weißt du, gerade noch so richtig gehypt, wenn das in der Truhe drin war, was ist dann erst recht in der anderen? 2 kaputte Schwerter und 2 kaputte Äxte. Yay! Hoch da? Mal gucken. Ich habe halt davon gerade echt keine Ahnung mehr. Also so einige Sachen weiß ich noch so ein bisschen, aber hier, was es hier gibt, absolut gar keine Ahnung mehr. Ich glaube, ich habe das auch nicht oft gemacht, die Burg hier ausgeräumt. Sonst wüsste ich das noch. Wir beziehen heute wieder. Rechts. Rechts, links, 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 rechts. Rechts, links, 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 rechts, links, links. Rechts, links, 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 rechts, links,
Rechts, links, 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 rechts, links, rechts. Willst du mich verarschen? Rechts, links, 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 rechts, links, rechts, rechts. 30 Fälle von einem Schattenläufer, 30 Wolfsfälle. Wofür haben wir jetzt nochmal Theos Weiten gelernt? Ich weiß wieder. Für Immersion. Rechts, 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 links, links. Okay, die ist schon cooler. Rechts, 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 links, links, rechts. Rechts, 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 links, links, rechts, links, rechts. Ich glaube, ich weiß, wie ich die Folge nenne. Jo, das ist die Chunky-Truhe. 23 grüner Novize, 15 Traumruf und Ringe. So ein Feuerring heben wir uns auf, die anderen können wir verkaufen. Und vor allem mehrere auf einmal. Die waren okay, die waren jetzt nicht brachial gut, aber die waren okay. Aber wir looten jetzt erstmal alles und danach gucken wir mal tiefer rein. Kaputt. Links. Links, rechts. Links, rechts, rechts. Links, rechts, rechts. Links, rechts. Links, rechts, rechts. Links, rechts, links. Links, rechts, rechts, links, rechts, links, links. Links, rechts, rechts, links, rechts, links, links, rechts. Okay. 13 Besteck. Okay, wir brauchen echt kein Tiere ausweiten mehr zu lernen. Wir haben hier 13 Hörner von einem Schattenläufer. Okay. Ja, ich hab's wirklich wegen Immersion gelernt. Das habe ich euch sogar so erklärt gehabt. Ja, mich pisst gerade mein innerer Schweinehund gerade an. So. Willst du ja wirklich nicht lernen brauchen? Hast du mir erst geduckt? Ja, hab ich, aber es ist einfach. Gehört einfach dazu, Zuckerfähig. Lass mal gucken. 19. Wir sind von irgendwas um die 70. Speichern. Wir sind irgendwas um die 70 Dietriche auf 19 runter. Warum speichere ich jetzt da? Ich weiß nicht mehr, wo der letzte Schnellspeicherstand war. Links, links. Links, links, rechts. Links, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Scheiße. Links, links, rechts, links, rechts, links, rechts, rechts. Fragt mich nicht, wie ich mir das gerade merken kann. Bin gerade selbst verwundert. Ich glaube, wenn ich das jetzt gerade bei einem anderen sehen würde, würde ich mir denken, jo, der merkt sich den Scheiß. Und ich denke mir gerade so, wie? Okay, hoch da. Gucken wir mal. Gibt's da oben noch was Schönes? Aber da müsste doch direkt der Turm sein, oder? Guter Kaffee, Leute. Tut mir leid, dass ich immer zwischendrin was trinke, aber guter Kaffee. Guter Dallmeier. Sie können sich an mich wenden für Ihre Produktplatzierung. Quatsch. Kriegt natürlich nichts für, sonst würde da auch was stehen da oben. Müsste ich schon wegen Deutschland machen. So, rechts, rechts. Oh, unsere Schlüssel werden ausgehen. Rechts, rechts, links, links. Rechts, rechts, links, links, links. Rechts, rechts, links, 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 rechts. Alter. Rechts, rechts, links, 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 rechts, links. Oben, unten. Alter, die Truhen werden immer, immer. Aber ich weiß wirklich, wie wir die Folge nennen. Und das könnt ihr euch schon denken. So. Links, 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 rechts. Links, 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 rechts. Links, 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 rechts, links. Nein. Ah, schon wieder so eine Situation. Manchmal kommt einfach ein Hänger im Bild. Da kann ich nichts machen. Nochmal. Links, links. Fick dich. Links. Ups. Rechts. Oh Mann. Links, links, links. Rechts, links. Links, links, links. Rechts, links, links, rechts. Links, links, links. Rechts, links, links, rechts. Links, links, links. Rechts, links, links, rechts, rechts. 24 Besteck, 8000 Münzen. Alter, ich kann da jetzt nicht 8000 Münzen da reinpacken.
jetzt nicht ohne Scheiß jetzt hier 8000 Münzen anfangen für euch zu transferieren. Sind wir ja in 20 Jahren noch nicht fertig. Gibt's da nicht eine Schnelltaste? Das gibt's doch bestimmt. Okay, passt auf. Das mit den Münzen hier machen wir anders. Wenn ihr wisst, ja, wenn ihr wisst, wofür wir die Münzen brauchen, sagt mir Bescheid. Wir gehen hierhin zurück. Ist hier oben abgespeichert. Also, sagt mir Bescheid, ob wir die nochmal brauchen. Ich guck gleich mal, ob die überhaupt einen Wert haben, also einen Gegenwert von Erz. Kann ja sein, dass eine Münze ein Erzwert ist. Dann ist da richtig scheiße viel Geld unten. Schon 17 Uhr im Spiel. Jo, wir sind auch 31 Minuten schon wieder dabei, ihr Lieben. So, ja, wie gesagt, wenn ihr das wisst und das Zeug bringt uns irgendwas, gehen wir nochmal zurück. Ansonsten hole ich jetzt nicht 8000 Münzen daraus. Da oben. Wartet. Nö, hat keinen Erzwert. Wir gucken das mal bei einem Händler demnächst, wenn ich dran denke. Und ja. Oder runter. Ach ja. Eine Sache. Also, ihr wisst ja, das In-Extremo-Ding, ne? Dementsprechend werde ich jetzt offscreen gleich hier die Händler einmal abgrasen. Was mache ich bei ihnen? Nichts Wichtiges. Also erstens gucke ich, ob ich Käse finde. Ist ja nur ein Händler, das ist nur dieser Fisk, ja. Ich gucke, ob wir Käse bei dem finden. Und was der noch für Sachen hat. Wenn es irgendwas wichtig ist, erzähle ich euch davon in der nächsten Folge. Ich gehe davon aus, dass da nichts Wichtiges mehr ist. So. Aber kann ja sein. So. Wenn da was Wichtiges ist, wie gesagt, erzähle ich euch in der nächsten Folge. Wenn nicht, dann halt nicht. Kann ich einfach nicht machen wegen In Extremo Musik. Trotzdem, geiles Lied, hört es euch an. Herr Mannelig. Wunderbar. Einfach bei YouTube mal googeln. Bei YouTube mal googeln. Wow. Wow. Ja, da, da. Wie gesagt, wir nehmen noch die Burg auseinander. Ich war da nicht drin, ne? Nee, nee. Ich höre nicht mehr auf das Gefahrsein. Jojo, ich auch nicht. Ist euch eigentlich mal aufgefallen in den letzten Folgen, dass die NPCs uns immer am Ende flamen? Ist mir jetzt mal so aufgefallen letztens. Ihr müsst mal die letzten paar Folgen immer mal ein Stückchen zurückgehen. Wir gönnen uns jetzt erstmal unsere Lebenstränke. Ist sie uns immer flame? Sowas wie, ich hab das Gelaber satt. Wow. Hat mich echt gewundert so ein bisschen, dass nicht irgendeiner von euch gekommen ist. Oh, kann ich verstehen. Ich glaube, hier kommen wir nicht rein. Nee, nee. Da werden wir nicht reinkommen. Eventuell kommen wir noch hier rein. Gibt so einige Tricks. Ihr könntet zum Beispiel eine Verwandlungsrolle nehmen, euch in die Wand reinstellen. Habt ihr ja kurz gesehen, dass man so reinklippt. Oder reingehen, speichern, im Sneaken bleiben. Damit zählt ihr automatisch im Schleichmodus und die interessieren sich dafür nicht. Da gibt es so viele Bugs, aber ich will halt so wenig wie möglich Bug-Using betreiben. Nur Sachen, die halt grundlegend verbuggt sind oder um euch Sachen einmal zu zeigen. Ich hoffe, wir haben noch genug rechts. Rechts, links, 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 rechts. Rechts, links, 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 rechts, links. Rechts, links, 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 rechts, links, links. Rechts, links, 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 rechts, links, links, rechts. Ja, die war relativ einfach. Zwei Extrakte, Schutz vor Magie. Ziemlich cool, wenn wir mal Magiegegner finden. Ein paar Münzen nochmal, wow. Also Münzen haben wir hier zum Totschießen. Ah Mist, ich muss mir den Stängel da nochmal angucken. Vielleicht war da was Besonderes. Liegt hier noch was? Was? Das passiert mir nicht nochmal. Bin mir nicht sicher. Der Fußsteps. Es war doch klar, dass... Ich will den Kerzenständer da haben. Wenn er aus dem Sneaken rausgeht, kann es schon sein. Die Wachen auf euch aufmerksam werden. Alter! Gebt uns den Kerzenständer. Danke. Mann. War doch nur ein Kerzenständer. Magische Erz? Noch ein Buch? Die Bücher lesen wir jetzt nicht richtig. Wem es interessiert, gothic-almanach.de müsste die Seite sein. Da werdet ihr den Kram finden. Weil ich glaube nicht wirklich, ob ihr Lust habt, jetzt die Bücher zu lesen. Es dreht sich so ein bisschen immer um die Geschichte des jeweiligen Themas. Magische Erz, wo kommt's her? Wie wird's gewonnen? Was macht es? Klappt das mit dem Schleichen diesmal?
Wir probieren es einfach. Ich will in Gomez sein Quartier. Das hier ist Gomez sein Quartier. Ich meine, wenn schon bei den anderen... Ich höre nicht mehr auf das Gefasel. Wenn schon bei den anderen Typen so krasser Scheiß drin war, was ist erst bei Gomez drin? Wahrscheinlich ein Zweihandschwert mit 2000 Schaden. Nein! Wir haben keine Dietriche mehr. Ich lerne eben gar nichts dazu. Lass uns lieber über was anderes. Gehört er nie drin. Okay, wir merken uns, kommen in sein Quartier. Werden wir noch rausnehmen. Kurze Zusammenfassung: Eine Tonne an Tränken. Tonne an Fleisch. Eine riesige Menge an Amuletten und Ringen. Gucken mal kurz, was hatten wir für Ringe an? Ein Lebensenergiering, den ziehen wir aus. Draufgeschissen, wir haben jetzt 30 Leben gemacht. Dafür ziehen wir lieber ein Alt. Okay, haben wir nicht. Okay, dann ziehen wir uns. Feuer treffen wir nicht wirklich. Also, bis auf die Feuerwarane später. Dafür heben wir uns 2 Feuerringe auf. Ziehen wir uns lieber einen Ring gegen Pfeile an. So. Ja, ein paar Ringe. Was werden wir davon behalten? Schutz vor Magie und Schutz vor Feuer werden wir behalten. Schutz vor Waffen verkaufen wir alles. Lebensenergiering werden wir verkaufen. Die Zauber, genau, hatten wir gekauft. Den Furchtbringer haben wir heute bekommen. 42 Schaden. 5 Schaden mehr als die alte Waffe. Genau. Mal kurz reingucken. Gibt es da irgendwas? Blutfliegen hatten wir vorher gekauft. Das bringt uns jetzt nichts mehr. Jagd und Beute. Bringt uns alles nichts bei. Gequatscht wird viel. Okay, ihr Lieben. Wir machen das folgenderweise. Wir gehen jetzt gleich... Also erst nochmal speichern. Ich habe die ganze Zeit echt Angst, dass mir das Spiel abkackt, weil es ist heute noch nicht passiert. Außer dieser eine Hänger, den wir vor uns hatten. So. Wir gehen jetzt zu Fisk. Das. Und ich hoffe, dass ich den Trigger von In Extremo umgehen kann. Wenn nicht, sage ich an der Stelle schon Tschüss. Ja, habt einen tollen Tag. Ihr kennt das ganze Geprappel. Wünsche ich euch einen tollen Tag. Wir probieren das jetzt einfach. Und wenn nicht, an der Stelle macht's gut, ihr Lieben. So, Fisk. Komm, bitte. Wir wären fast in den Trigger reingelaufen bei Grimm. So. Jetzt müssen wir uns schon hier irgendwie dran vorbei... Nicht backen, aber irgendwie dran vorbeigehen, dass wir ja das nicht triggern. Ist halt auch so hohl. Hey, du! Was denn jetzt schon wieder? Es ist eine... Nee, wir wissen es langsam. Wir sehen uns. Pass gut. Jedes Mal, wenn er uns sieht, hey du, es ist eine neue Gelegenheit gekommen, mir den Arsch zu küssen. Geil. Total. Ach, guckt unseren geilen Furchtbringer an, ey. So. Ich glaube, wir haben den Trigger umgehen können. Das ist der Vorteil, wenn man ein bisschen Gothic kennt, kennt man die Trigger ein bisschen. Andere YouTuber tun mir da ein bisschen leid. Die können dann in Kapitel 2 das alte Lager halt nicht mehr betreten. So, Fisk, pass mal auf. Zeig mir. Seht ihr? Da ist wieder sein Gold. Aber wir gucken erstmal, was hast du an Waffen? Gardeschwert, Kampfschwert. Jo. Wir haben diese ganzen Waffen einfach mal übersprungen. Durch den Furchtbringer und durch die fette Keule. Wir haben halt noch keine Waffe gekauft. Nicht eine. So, wir fangen aber erstmal hier an, dass wir hier ein bisschen Ordnung drin haben. Ich hasse es, wenn das Inventar nicht ordentlich ist. Kennt ihr das? Geht's euch auch so in Spielen? Das ist echt schlimm. Jo, wir verkaufen erstmal ordentlich hiervon. Zwei Stück und sein Erz ist quasi aufgebraucht. Er hat 400 Erz. Ah, aber warte mal. Hast du noch... Wir bräuchten Dietriche und wir bräuchten Käse. Nee. Okay. Fuck. Ruf. Egal. Ja. Komm, kriegt der eine Kralle und noch eine Kralle. Fisk, du bist mein bester Bro. Deswegen kriegst du Freundschaftsrabatt. Dexter. Das Rezept.
haben wir gerade ja gesehen gehabt. Machen wir noch. Hey Dexter. Ich habe das Rezept, das du wolltest. Sehr gut. Zeig her. Nimm. Erz. Gut, jetzt kann ich die Tränke selber herstellen. Bist ein guter Mann. Werde Diego von der Sache erzählen. Hier, nimm das für deine Mühen. Erinnert euch dran, Leute, da stand nur Kauderwelch Mist drauf, ja? Er weiß jetzt, wie es geht. Ich habe hier nur den besten Stoff. Der hat Dietriche. Kauft man das Rezept zurück? Ach komm, YOLO. 200 Erz. Wir kaufen das. Da können wir gleich mal gucken, ob die Münzen was wert waren. So, sind die Münzen was wert? Nee. Seht ihr? Null Erz. Es ist halt... Ich würde echt gern wissen, wofür die da sind. Aber... Ich wüsste auch nicht, wo ich... Ja, man könnte es jetzt googeln, aber... Googeln ist blöd, selbst entdecken ist geiler bei Gothic. So. Also, wir haben gnadenlos heute wieder überzogen. Aber nach dieser Diebestour war es einfach geil. Wir gehen jetzt noch pennen. Safety first, ja. Dass wir morgen direkt losstarten können. An der Stelle, ihr Lieben, sage ich schon mal, macht's gut. Haut rein. Wünsche euch einen schönen Abend, einen schönen Tag. Wie gehabt, wann auch immer ihr es guckt. Habt eine tolle Zeit. In dem Sinne, macht's gut, ihr Lieben. Und tschüss. Haut rein. Du hast da drinnen nichts zu suchen.